Alter, was geht ab, Leute? Ich habe mir gerade eine Kleinigkeit zu essen geholt und ein Paket ist reingekommen, das muss ich auch abholen von der Station aus Indien. Und zwar ist es Eggs natürlich, das einzige, was ich in letzter Zeit bestellt habe, was aus Indien kommen könnte. Und ich glaube, ich gebe meine Eggs-Sammlung wieder auf. Also heißt nicht, dass ich die verkaufe, die ich habe, aber dass ich nicht weiter sammle, dass ich nicht die krassen Bestellungen noch mache, die über 1000 Euro zusammen kosten würden. Ich habe ja den Kollegen auf Facebook, der ist der krasseste Sammler, den ich kenne. Und beinahe jeden Tag postet irgendwie eine neue Dose, von der ich noch nie was gesehen habe, noch nie gehört habe. Eine neue Variante von irgendeinem Duft. Dann denke ich mir so, Alter, selbst wenn ich die für 1k jetzt noch kaufe, die zwei Bestellungen, und diese überkrassen Dosen habe, es fehlt immer noch so viel. Und der Typ immer noch und findet immer noch so krasse Dosen. Da denkt man sich halt irgendwie so, ja, macht irgendwie keinen Sinn, oder? Klar, ich kann meine Sammlung viel krasser machen, aber komplettieren oder so richtig, richtig, richtig krass machen, werde ich sie nie. Also kann ich mir das Geld auch sparen und in DeFi investieren weiterhin oder in Hongs Tour oder so. Ich meine, damit, wie viele Influencer kann ich mir damit kaufen für ein paar Kooperationen? Schon eine Menge, 1k, Digga. Aber die, die jetzt noch reinkommen, die kommen halt noch rein. Oh yes, schaut's mal, Leute. Super saftig. Yo, was geht? Was geht? Du bist stumm geschaltet. Oh, warte. Ja. Okay, was ist los, Mann? Ich wollte dich fragen, ich bin jetzt bei Krypto drinnen. Krypto.com, ja? Ja, jetzt wollte ich dich fragen, wo beantrage ich diese Karte? Warte, ich muss mal selber aufmachen bei mir. Unten. Also du hast ja das Hauptfeld. Ja. Und ist bei dir dann nicht unten rechts Karte? Oder Card? Ja. Ja? Und was kommt da, wenn du dann da drauf klickst? Dann steht halt hier Jade Green, Royal Indigo. Ja, genau. Das sind die verschiedenen Karten. Und das unterste, die unterste Karte, glaube ich, ist die umsonst. Ich wollte eigentlich dann die beantragen, die ein bisschen Cashback gibt. Diese, die mit wie heißt es? Ja, mit? Wo du Spotify umsonst kriegst. Warte, die kann ich nicht auswendig. Ich glaube, das ist aber die anderen haben, also Lauger und sowas. Also das ist, glaube ich, die, wo du 350 Euro einzahlst. Genau, das heißt, ich müsste 350 Euro auf Crypto.com einzahlen, oder? Erstmal. Als Crow, genau. Du brauchst so, also du musst so viele Crow haben im Wert von 350 Euro. Um die Karte sozusagen zu aktivieren, aufzuladen. Ja. Ja. Und diese Crow, die du dafür verwendest, werden dann ein paar Monate dort gelockt, erzeugen in der Zeit aber auch noch mehr Crow, also sind gestaked. Und dann nach der Zeit kannst du die frei wieder verkaufen, umtauschen, dies, das. Und die Karte bleibt. Ich schau gerade, Crypto Crow hier. Aktuell kostet ein Crow 0,1061 Euro. Also 10 Cent. 10 Cent, ja. Ja. Okay, das heißt, ich müsste dann für 350 Euro, da kriege ich ja 3500 Crow ungefähr. Genau. Weil dann will ich die Karte auch beantragen, weil es wäre dann natürlich dann schlauer, wenn ich dann wenn ich draußen esse oder so und die Karte dann immer ein bisschen auflade mit ein paar hundert Euro. Es ist schlauer, wenn ich damit zahle, dann kriege ich ja immer auch ein paar Crow, Mann. Genau. Ist ja schon gut, ich frage auch Tati, ob er das machen will, weil es wäre, denke ich mal, auch für ihn nicht verkehrt. Kommt's, Leute, setzen wir uns in den Pool, ins Bälleparadies. So, es ist Montag, also jeden Tag ist Zahltag auf Cake, alle 12 Stunden, aber Montag kommt immer extra von den Referrals. Und ich habe am Wochenende zwei Nachrichten reinbekommen. Momentan läuft ja dieses Olympische Spiele extra Bonus, wo man mehr bekommt. Und für die, die eine gewisse Anzahl an Leuten empfohlen haben, die kriegen auch nochmal ein bisschen was extra, so eine kleine Motivation, immer so nette Extras von Cake einfach. Und da haben zwei sich jetzt neu angemeldet und einer von denen ist sogar mit relativ viel. Und das hat mich irgendwie ein bisschen schockiert, weil klar, ich sage in jedem Video, hey yo, investiert in Bitcoin, DeFi, Cashflow generieren. Und ich habe auch die Anleitung gemacht. Aber wenn du Videos machst, du denkst gar nicht an die Auswirkungen, die es hat, wer das alles anschaut.
Ich habe auch Videos gemacht, die haben 100.000 Klicks. Du denkst in dem Moment gar nicht dran. Du redest oder ich rede einfach hier jetzt mit mir selber. In diesem Zimmer, keiner ist hier. Ich rede einfach mit mir selber. Wer am Ende das sieht, wohin das alles ausgestrahlt wird, keine Ahnung. Und was für einen Einfluss das haben wird, daran denkst du eigentlich gar nicht. Und dann schreibt der Kerl dir so, yo Hong, ich hab dich bei Pokémon Go früher geschaut. Dann, als du aufgehört hast, hat dich nicht weiter verfolgt, aber in letzter Zeit habe ich wieder reingeschaut, was du so machst mit deinen Jungs und so, ist lustig und so. Und das Thema Bitcoin, wie ihr das mit den Finanzen macht, hat mein Interesse geweckt und ich habe mir das angeschaut und will das auch machen oder habe das jetzt auch gemacht und habe jetzt 17, 18, 19 K oder so reingesteckt. Und dann denkst du dir, Digga, Alter, heftig, Mann. Weil am Ende des Tages bin ich ja irgend so ein Random aus dem Internet und dem dann so zu vertrauen, weil das ist eine große Summe, das ist eine heftige Summe. Das ist krank viel Geld, Mann. Und dann mir zu vertrauen. Ich habe einen Kollegen, das ist der Leine Dennis, aka Anteku. Der macht Manga und Anime, YouTube-Videos, gerade richtig krass im Hype, der zieht es richtig durch. Für meinen Geschmack investiert er ein bisschen zu viel Zeit in YouTube, aber das ist eine andere Sache. Er hat auch eine große Summe investiert, also das ist die größte Summe, von der ich weiß. Über 20k. Aber ihn kenne ich auch schon 10 Jahre oder so. Wir haben früher Yu-Gi-Oh! Gespielt. Er kennt die anderen auch seit 7, 8 Jahren oder so. Und wir sind halt persönliche Freunde. Und dass er mir da vertraut, ist natürlich jetzt keine große Sache. Oder schon eine große Sache, aber jetzt im Vergleich zu dem, das ist ein Zuschauer, wir kennen uns eigentlich gar nicht. Und dass er da meinetwegen dann, dass ich so eine Auswirkung drauf habe, also weil, ich habe ja gesagt, dass dieses Wochenende zwei mir geschrieben haben und rein investiert haben in Cake. Der andere hat mir geschrieben, Johong, auch dasselbe eigentlich, lange nicht mehr geschaut, dies, das, hat sich auf einmal dafür interessiert und findet er ganz gut, hat es mal ausprobiert mit ein paar hundert Euro. Kleinvieh macht auch Mist, hat er gesagt, schaut er sich mal an und dann immer mehr rein investiert. Super, kein Problem, gerne. Und dann, also, das ist so das, was man erwartet, relativ normal. Bisschen was reinstecken, okay, kein Problem für mich, habe ich nicht so einen Druck. Und dann kommt der Kollege halt mit seinem fünfstelligen Betrag und du denkst dir einfach, Digga, wow, what the fuck, Mann. Ich bin einfach nur so ein Fremder aus dem Internet, Mann. Willst du mir wirklich so hart vertrauen? Ich meine, ja, am Ende hat es bei uns geklappt und alles läuft alles super saftig, aber ich kann dafür nichts garantieren. Ich zeige euch nur, was ich mache, mein Leben, meine Erfahrung. Aber ich habe das nicht studiert, suchte das nicht jeden Tag. Klar, ich informiere mich über die Sachen, die mich interessieren, über das, was ich investiert habe. Schau mir die Cake-Videos an, ein paar Sachen, die Barisch halt uns alles schickt und sowas. Aber ich bin auch erst seit einem Jahr im Crypto-Game. Ich bin nicht Professor Crypto oder sowas, dem ihr unbedingt vollkommen vertrauen solltet. Schon erschreckend, aber hey, YOLO, oder? YOLO, macht's einfach, Leute, wieso nicht? Keine Anlageempfehlung, keine Anlageberatung. Seid immer bewusst, nie das reinstecken, was ihr nicht verkraften könnt, zu verlieren. Informiert euch immer selber. Schaut die Videos an. Ich meine jetzt nicht nur meine. Die sind eher Lebenserfahrungen, Berichte und Entertainment. Sondern so wirklich diese Infovideos. Baut euch euer Wissen auf. Und dann investiert ohne... Wenn ich der Denkanstoß bin, das ist gut. Wenn ich der Denkanstoß bin für eure Reise... Dann ist gut. Wenn ihr meiner Reise aber einfach so folgt, blind einfach nachgeht, dann ist vielleicht nicht so gut. Naja, krass. Respekt. Das wird saftig die nächsten Montage. Ab jetzt immer, wenn ich noch so einen fetten Fisch habe. Ich habe übrigens einen neuen Manga angefangen, Leute. Es ist Blue Lock. Ein Kollege Madara aus den Kommentaren hat mir das schon seit Pokémon Go vorgeschlagen, also schon 2 Jahre. Und 2 Jahre pro Jahr ungefähr 50 Kapitel, sogar mehr, sind 100 Kapitel und der hat erst 140 Kapitel oder so. Sprich, der hat ihn mir schon super, super early seit Kapitel 40 oder so vorgeschlagen. Taugt mir sehr. Ich bin tief drin, also der wird nicht lange halten. Die nächsten 2 Tage oder so, dann ist er verschlungen. Ist ein Sports-Anime featuring Royal Rumble. Wie nennt man das? Nicht Royal Rumble, Battle Royale, das war das Wort, weil ich habe zuerst das Cover gesehen und dann dachte ich, boah, also er weiß, dass ich Anime, Sports-Animes mag und hat er mir dann vorgeschlagen
Und ich habe es lange, lange nicht angefangen, weil ich habe halt das Cover gesehen, es ging um Fußball. Ich hatte so null Bock auf so 0815 random Fußball-Anime. Vor allem im Vergleich zu Captain Tsubasa natürlich. Und das ist ganz anders. Also das ist echt ganz wenig Fußball eigentlich. Und eigentlich ist es echt ein Battle Royale Anime oder Manga. Jo, schwieriges Thema. Also ich weiß, was ich selbst von Bitcoin halte und unseren Investitionen, Cake, dies, das. Ich bin davon überzeugt, es läuft, ich zeige euch alles. Aber ja, dass da Leute wegen mir dann so viel aufs Spiel setzen, ist schon krass. Aber, ja Digga, das ist das Problem. Ich kann nicht sagen, yo, macht's, geht's all in, dies, das. Weil das hat echt Konsequenzen. Also ich persönlich glaube safe 100% daran. Aber du kannst ja nicht mit dem Leben anderer Leute spielen, Mann. Das heißt, auf jeden Fall informiert euch selber, Leute. Immer informieren. Das Einzige, was ich hoffen kann, ist, dass ich den ersten Stein sozusagen gestoßen habe, euch einen Anreiz gegeben habe. Wie nennt man das? Gedankenanstoß, Anreiz. Aber der Rest liegt an euch, Mann. Meiner Meinung nach, ja klar, Digga, all in, sofort, hol Kredit, geh all in und das war's. Leben ausgesorgt, aber das darfst du... Darfst und kannst du so nicht sagen und man muss verantwortungsvoll sein, dies, das, bla 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 bla. Ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall folgt mir gerne auf Instagram und Twitch. Liken, subscriben, kommentieren. Ciao, serious business.